Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mal bei einer anderen YouTuberin gesehen, ich weiß jetzt leider nicht mehr den YouTube-Namen von ihr, allerdings hat sie mal ihren Kleiderschrank gezeigt, wie der aufgebaut ist und ja, ich habe mal gedacht, vielleicht mache ich das auch einfach mal und zeige euch meinen Kleiderschrank vorab. Er ist erstens sehr unaufgeräumt und zweitens, es sind sehr altmodische Sachen drin. Also ich kaufe mir eigentlich so gut wie nie was, außer meine Jorvik-Schillinge sind jetzt quasi, also, dass ich jetzt quasi zu viele Jorvik-Schillinge habe oder so, keine Ahnung. Ja, also seid oder hofft nicht allzu viel und ich würde sagen, ja, ich zeige euch somit heute meinen Kleiderschrank. So, jetzt gehen wir mal schnell dahin. So, ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, auf der Seite 1 bei Kleidung seht ihr schon sofort, okay, es handelt sich fast nur um Anfängersachen. Also Sachen, die wir, also die zumindest jeder bei Quests oder sowas bekommt, zum Beispiel hier. Das sind Sachen, die wir ganz am Anfang von unserer Star Stable Zeit bekommen haben. Hier sowas. Auf jeden Fall, keine Ahnung, es gibt Leute, die schmeißen sowas sofort weg. Kann man vielleicht nachvollziehen, falls man vielleicht nur in der jetzigen Generation sein möchte, dass man die neuesten und schönsten Sachen haben möchte. Ich finde, so ein Mensch, es sind Erinnerungen. Ich meine, das sind Klamotten, die wir damals als Anfi bekommen haben und sowas finde ich traurig wegzuschmeißen oder zu verkaufen. Allerdings wäre das sehr viel wert, wenn man das alles zusammen verkaufen würde. Aber wenn ich das verkaufen würde und ich ja sowieso nichts Neues kaufe, dann hätte ich eigentlich gar nichts im Kleiderschrank, deswegen... Nein, ich behalte das lieber und ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, das sind alles so Sachen von der Quest. Das hier muss ich gerade sagen, das gefiel mir damals so gut, das habe ich vom Weihnachtsdorf. Ich glaube, es hat sogar Star Coins gekostet. Und das hier habe ich auch gekauft und hier sind auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich schon gekauft habe für, keine Ahnung, Club oder mir selber. Das war ein Gutscheincode von Star Stable. Ich fand das Einhorn einfach so süß und deswegen wollte ich das irgendwie haben. Das war, weiß ich jetzt gar nicht, ob das ein Geschenk oder ein Code war. Auf jeden Fall, ihr seht schon, es sind relativ viele alte Sachen drin und ich kann mich jetzt schon kaum noch daran erinnern, woher ich die Sachen habe. Und ja, das war Seite 1, jetzt gehen wir auf Seite 2. Hier befinden sich meine Hosen und ihr seht, ich habe fast gar nichts, was Hosen betrifft. Das hier, ich weiß gar nicht, Skeletthose, ist sehr wahrscheinlich von Halloween und ja, die restlichen Hosen habe ich eigentlich nur geschenkt bekommen. Ganz wenige vereinzelte Hosen hier zum Beispiel, das ist auch wie ein Code gewesen oder die Hose, die ich jetzt anhab oder die Hose, die habe ich gekauft. Den Rest habe ich bekommen und ich glaube, den Rest habe ich sogar. Oder es kann sein, dass da noch ein paar Sachen sind, die ich noch gekauft habe, aber wie gesagt, das Übliche ist eigentlich, dass ich das geschenkt bekommen habe. Auf der dritten Seite seht ihr die Kleider und ja, es sind wieder sehr wenige und darauf brauche ich eigentlich gar nicht mehr einzugehen. Es sind zum Teil Anfängersachen, zum Teil Sachen, die wir von Quests bekommen oder zum Teil Osterkleid, okay, zum Teil, was wir auch von Events bekommen. Ja, Seite 4 befinden sich meine Schuhe und Handschuhe. Besitze ich auch nicht sehr viele. Ich habe davon, glaube ich, auch nichts gekauft. Alles geschenkt bekommen. Außer die Sachen, die ich jetzt hier drin habe, die habe ich gekauft. Genauso wie die Sharks oder sonstiges. Alles, das ist übrigens vom Gutscheincode, glaube ich. Habe ich alles auch geschenkt bekommen. Die Handschuhe habe ich, glaube ich, 3, 4 gekauft. Und ja, Schuhe habe ich auch noch 2 hier. Also es ist nichts Interessantes. Auf Seite 5, ja, haben wir schon etwas mehr Masken, wozu ich jetzt sage Corona-Masken. Ja, ich fand die irgendwie cute und Küken oder sonstiges. Das haben wir 2-mal geschenkt bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, Dressur, sonstiges. Einige Sachen habe ich davon auch gekauft, weil ich solche die damals voll cool fand. Und ja, Weihnachtsmütze habe ich irgendwie auch 2-mal. Erklärt einiges. Letztes Jahr und davor das Jahr. Insgesamt 2 Stück. Die Leute haben es verkauft, was ich sehr traurig finde. Ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, ich besitze nicht sehr viel. Hierzu sage ich immer übrigens immer Schlabbermütze, warum auch immer, aber ich finde sie sehr interessant. Ich finde die voll cool. Ja,
Seite 6 sind alle Sachen, die wir von Quests bekommen haben oder die von einem Event war und ich die gekauft habe, sodass ich die nicht einzeln suchen muss. Zum Beispiel hier, was war das? Ich habe Geburtstag, Halloween, Weihnachten, Schneescheiben, also vom Weihnachtsdorf, Valentinstag sogar, Halloween. Das war vom Tag der offenen Tür. Ich fand dieses Oberteil einfach cool. Das war von diesem Regenbogen-Event. Allerdings fehlt hier gerade eine Hose, sehe ich. Das war diese Quest mit James. Dann hier wieder Geburtstag, Halloween. Und ihr seht schon, das sammelt sich nach und nach. Seite 7, weiß ich nicht, warum ich hierfür jetzt eine extra Seite habe. Auf jeden Fall so Röcke, Mäntel, das alles. Auf Seite 8 sind die ganzen Druiden, die wir, also von Farrah, die wir da geschenkt bekommen haben. Oder eher gesagt, quasi selbst erschaffen, erstellt oder quasi selbst vom Handwerk erschaffen haben. Wow, das Deutsch. Das war jetzt echt gerade Deutsch. Also, ihr seht auch, ich habe davon nicht sehr viel. Ich bin da echt faul. Deswegen seht ihr auch hier noch ganz viele Pflanzen, weil ich da einfach keinen Bock zu habe. Ja, mehr sieht man an Kleidung nicht. Das war's. Ausrüstung kann man schon wieder ein bisschen mehr von reden. Zaumzeug, meiste wieder nur geschenkt bekommen. Und zum Teil auch noch gekauft. Bosal, okay, das seht ihr jetzt nicht. Gamaschen, zum Teil auch wieder geschenkt. Ich habe, glaube ich, nur so 3-4 Gamaschen gekauft. Mehr nicht. Das ist Seite 1. Seite 2 befinden sich meine Sättel. Ich gehe mal ein bisschen mehr hier in die Perspektive. Auch hier wieder das Allermeiste ist geschenkt bekommen. Seltenster Fall, dass ich was gekauft habe. Seite 3, Satteldecken, oh mein Gott. Das war damals für meinen allerersten Club, das Club-Outfit, also die Satteldecke. Ich fand das voll cool, wer erinnert sich noch an die Golden Mystery Girls? Es war einfach phänomenal. Und ja, genau, hier rechts sind halt so diese Sportdecken, Profidecken heißen die, okay. Und hier unten sind auch Satteltaschen, die ich, ich glaube, 2 gekauft habe. Der Rest ist wieder geschenkt. Seite 4. Ganz, ganz, ganz viele Schleifen. Ich habe mir noch nie Schleifen, ich habe noch nie Schleifen verkauft. Und das sind noch nicht alle. In meinem Briefkasten befinden sich zum Teil über die Hälfte alles noch, also über die Hälfte davon sind noch Schleifen. Ja, ich habe irgendwie keinen Bock, das auszuräumen. Hier Seite 5 sind alles von Events, also sehr viele. Seite 6, Kopfbedeckung sowie Schleifen fürs Pferd und irgendwie auch noch Satteltaschen. Warum die jetzt hier sind, weiß ich nicht. Hufeisen habe ich scheinbar auch noch. Das ist von dem Fort Pinterfest von diesem Jahr. Ich wollte die Sachen unbedingt haben und man konnte sie mit Jorvik-Schillingen kaufen. Seite 7 ist... keine Ahnung, wo ich die jetzt gerade habe. Keine Ahnung, im Winter-Event, keine Ahnung. Das hier ist wieder Druiden auf, Druiden-Sachen, die wir geschenkt bekommen haben. Und ja, mehr ist hier auch nicht drinne. Haustiere besitze ich auch nicht sehr viele. Ich habe auch hier die meisten Sachen wieder geschenkt bekommen. Also hier die Eule habe ich, die habe ich geschenkt bekommen, die habe ich geschenkt bekommen. Den habe ich, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Den, also ich glaube, was ich mir jemals in meinem Leben gekauft habe, ist eigentlich nur der Hund. Sonst habe ich alles geschenkt bekommen. Wo ist eigentlich meine Spinne? Ah, hier, Spinne. Heißt, ich glaube, ich habe mir einmal im Leben ein Haustier gekauft. Und das war dieser Hund hier. Den Rest habe ich alles geschenkt bekommen. Hier, Kirby. Alles habe ich geschenkt bekommen. Und es ist irgendwie krass. Ah, ich sehe gerade, den Frosch, den habe ich mir auch noch gekauft. Weil ich habe sowas noch nie in Star Stable gesehen. Da wollte ich einfach diesen Frosch haben. Rot-Blau, weil unser Club-Outfit damals auch aus Rot und Blau bestand. Und deswegen dachte ich eigentlich so ein Club-Frosch. Und es wäre halt einfach so ein Maskottchen gewesen, aber... irgendwie dann doch nicht. Ja, mehr seht ihr hier auch nicht. Es ist halt alles leer. Es ist sehr traurig. So, und Items. Hier seht ihr schon, wow, es ist relativ viel. Vor allem an Essensvorräten für meine Pferde. Ja, also ich glaube, es gibt Menschen, die tatsächlich heute noch ihre Pferde mit Hand füttern. Jedes einzelne Pferd. Oder zum Teil jetzt nur die Pferde, die sie gerade reiten oder leveln. Kenne ich auf jeden Fall einige. Und die denken sich jetzt bestimmt auch noch so, okay, warum mache ich das nicht? Weil, ganz einfach, ich habe erstens keinen Bock, zweitens habe ich irgendwie die Lust zu sparen und zu sammeln. Ich bin so ein Sammelmensch, ich sammle gerne oder ich bin, keine Ahnung, geizig. Und deswegen gebe ich ungern Sachen aus. Und hier seht ihr zum Beispiel,
Seelensplitter aus den verschiedensten Jahren. Es sind noch Seelensplitter vorhanden und ich will es einfach nicht irgendwie ausgeben oder verkaufen. Wie heißt das? Flammenpulver. Ich habe so viele verschiedene Pulver und die Leute würden es ausnutzen. Sie würden es benutzen und sowas, aber nee. Ich habe hier tatsächlich noch eine Himmelslaterne, warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich hier noch so Brot. Dann habe ich hier noch so, okay, Angelsachen und Farbeimer. Jeder kennt's, jeder hat es, jeder hat es, jeder hat es. Farbeimer, Möbelstück und sogar ein Fass. Fragt man sich auch noch so, okay, wann kommt vielleicht das Update, was man sich erhofft, dass man vielleicht sein eigenes Haus erstellen kann? Man weiß es nicht. Ja, das ist allerdings ist eine andere Sache. Wünsche. Jeder von euch kennt es bestimmt auch, die Wünsche. Man hat damals im Weihnachtsdorf Wünsche gesammelt und ersammelt und ja, man hat tatsächlich vergessen, dass am Tag darauf das Update kommt und das Weihnachtsdorf somit verschwindet. Und man hat noch so viele Wünsche gesammelt und man konnte sie dann leider Gottes nicht einlösen. Ja, das war bei mir leider Gottes der Fall. Ich hatte es scheinbar zweimal den Fall und das hier ist von letztem Jahr 2019, das ist von 2018. Ihr seht, ich war irgendwie ein bisschen vergesslich und habe dann tatsächlich die Sachen vergessen einzutauschen. Ich frage mich, ob es dieses Jahr irgendwie möglich ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seht schon selber, ich habe sehr viel oder auch sehr wenig im Schrank. Man weiß es nicht. Und mein Inventar. Ich habe hier tausende von Blumen, wo ich auch wieder sage, ich habe keinen Bock, die irgendwie einzutauschen, whatever. Ja. Vielleicht wollt ihr ja mal gerne, oder vielleicht wollt ihr mir mal gerne so eure Story über euren Schrank erzählen. Vielleicht gibt es so eine Geschichte über euch. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne mal eure Schränke schicken. Ihr macht einfach so ein Bild von eurem Schrank und keine Ahnung, wie voll er ist und so ein Video. Und könnt mir das mal gerne auf Instagram schicken. Ich bin nämlich gerade sehr gespannt, wie das bei euch aussieht, weil ich glaube, es gibt bei vielen Menschen, die haben so Schränke, die sind bis oben hin gefüllt. Und ja, das ist halt bei mir nicht der Fall. Und es wäre halt echt cool, wenn ihr mir mal so Bilder schickt, der manchmal so sehen kann, wie das aussieht, wenn alles wirklich voll ist. Und ja, also vielleicht habt ihr auch irgendwie so einen eigenen Konzept, wie ihr sie sortiert. Es gibt Menschen, die sortieren es tatsächlich nach Farbe. Menschen haben so viel Langeweile, sie sortieren es tatsächlich nach Farbe, was bestimmt übelst nice aussähe. So von schwarz bis weiß und dann in der Mitte so diese Regenbogenfarben und oh mein Gott, das sähe bestimmt übelst geil aus. Hätte ich so viele Sachen, ich würde es safe machen, weil es, keine Ahnung, den Schrank zu öffnen und dann diesen Farbverlauf sehen zu können, das ist bestimmt, oh mein Gott, übelst nice. Und vielleicht hat das ja jemand von euch und wenn ja, schickt mir gerne so ein Bild. Ich will das unbedingt mal so vor Augen sehen, wie das aussieht, was so regenbogenmäßig hat und vielleicht kann man ja daraus irgendwie so ein Video machen und zwar, ihr zeigt mir eure Kleiderschränke, dann können auch mal andere Menschen so einen Einblick sehen oder haben, wie euer Kleiderschrank aussieht und das wäre vielleicht auch so eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall jetzt mal zum anderen Thema. Das hier war auf jeden Fall mein Kleiderschrank. Es ist nicht viel, es ist auch nicht wenig. ja. Falls ihr irgendwie Fragen habt, warum, weshalb, wieso, könnt ihr sie gerne mal unten stellen. Ich versuche die dann irgendwie so gut wie es geht zu beantworten. Und ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Das war's von meinem Kleiderschrank. Vielleicht tut sich ja in einem Jahr auch was da, dass ich mehr Zeug im Kleiderschrank habe, was ich jetzt nicht denke, weil so viele Quests habe ich ja nicht mal vor mir. Und wow. Und ja, deswegen, keine Ahnung, wer weiß, was auf uns zukommt, wer weiß, was Star Stable von sich noch preisgibt. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.